dass du gekommen bist. Ach ja, wie geht's dir denn? Dir geht's gut. Ach fein. Na komm, wir plaudern ein bisschen. Ach, ich habe heute diese Schürze angezogen. Das ist so eine besondere Schürze. Ich glaube, die kommt aus einer ganz alten Zeit. Meinst du nicht auch? Sie sieht so aus, als wäre sie... So etwas hat doch bei uns nie irgendwer getragen. Also, du bist ja zu jung, aber meine Omas, die haben immer Schürzen getragen, nämlich Kleiderschürzen. Das kennst du gar nicht. Sowas zeige ich dir mal, dass du das siehst. Das war die Alltagskleidung von unseren Omas, die Kleiderschürze. Im Haushalt haben die ihre Kleiderschürze getragen und im Sommer, glaube ich, haben sie darunter nur die Unterwäsche gehabt. Und im Winter haben sie darunter einen Pullover getragen, aber drüber war immer diese Kleiderschürze. Und mit dem sind sie aber auch so im Umkreis vom Haus unterwegs gewesen. Das war einfach die Arbeitskleidung von der Oma. Aber diese Schürze, ich weiß nicht, die hat für mich so was ganz Besonderes. Die hat fast etwas wie von einem Trachtenkleid. Also ich weiß nicht, aus welcher Zeit die kommt. Mir scheint, das sind auch 100 Jahre. Oh mein Gott! Jetzt habe ich was Ekliges gefunden. Na, das muss ich dir jetzt aber zeigen, auch wenn ich mich ein bisschen geniere. Hier haben sich irgendwelche Tiere eingenistet. Wow. Motten. Ach, dabei schaue ich immer so, dass ich alles sauber und ordentlich habe. Glaubst du, dass das noch lebt? Pfui, schau, das hat sich da eingesponnen. Nein. Weißt du was, also ich bin ja sehr gegen's Töten, aber dieses Viech in meiner Schürze kann das nicht leben, finde ich. Wäh. Also, nein, es lebt eh nicht. Na schau, so geht's, wenn man mal ein bisschen hinter die Fassaden schaut. Das geht gar nicht raus. Also, na, pfui Teufel. So etwas. Naja, ich werde dann einfach eine Bürste nehmen und dann bürste ich das weg. Zuerst dachte ich, hier wäre ein Blümchen noch irgendwo versteckt zu diesem Muster. Nein. Ja, aber zurück zu dem. So etwas, das haben doch die Dienstmädchen vielleicht getragen. Oder, ich weiß nicht, oder ist man damit in den Garten gegangen, um ein bisschen zu ernten. Ach, meine Oma, die hatte so einen großen Garten. Und wenn sie dann Obstsalat gemacht hat, dann hat sie mich geschickt, geh in den Garten und hol was Rotes. Einfach was Rotes, was gerade reif ist. Und ich hatte nicht so eine Schürze an, aber mit dieser Schürze, da hättest du so richtig hier die Früchte reinernten können. Schau mal. So, dann hältst du das so auf und alles kann hier reinkommen. Ah, die ganzen guten Sachen. Und so kannst du es machen, nicht nur mit dem Obst. Ja, wirklich, glaub mir. Alles, was du dir wünschst, das holst du in deine Schürze rein. Ja, ich weiß schon, dass du Jeans trägst und Sportschuhe. Aber so bildhaft. Du kannst dir auch eine große Tasche nehmen und alles, was du dir wünschst, das holst du zu dir herein. Zu dir. All die guten, schönen Sachen.
was auch immer es ist. Und wenn du manchmal wo so eine kleine Motte entdeckst, na, ist es auch keine Katastrophe. Sie hat nicht einmal mehr gelebt und auch nichts aufgefressen eigentlich. Weißt du was? Sie hat eigentlich nur ein bisschen da drinnen gewohnt. Und ach, damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Teilen. Teilen. Einfach. Nein! Das musst du mal fühlen. Dieser Flakon, heißt das Flakon? Das ist ganz weich. Erstaunlich. Aber es hat sich ganz fest gepickt. So was. Du meinst, ich bin heute ein bisschen verträumt? Ja, ja, du hast recht. Und weißt du, ich bin ja doch viel allein und ich bin gern allein. Und oft komme ich dann so in meine Erinnerungen. Ich habe so viel erlebt schon und ich kann so viel erzählen. Und ach, ich könnte ganze Nächte, könnte ich dir irgendwas erzählen. Wenn du mir ein Stichwort gibst, dann erzähle ich dir einfach. Ich bin, weißt du was? Ich bin eine richtige Erzählmaschine. Also, du kannst immer kommen und dann erzähle ich dir was. Wie spät haben wir es denn? Ah, es ist jetzt. Dann haben wir noch Zeit, was zu besprechen. Ah, du hast keine Zeit mehr. Ja, mein Schatz, dann kommst du einfach wieder. Alles Liebe dir.